Hallo Jena. Mal wieder eine Reihe sehr unterschiedlicher Themen, die in der vergangenen Woche hier in Jena stattgefunden haben. Kleiner Bericht jeweils dazu. Fangen wir mal am Sonntag an, vergangenes Wochenende. Wir erleben im Moment gerade, wie die neue Sportschwimmhalle in Lobeda wieder und wieder quasi Erstnutzungen erfährt. Sie kennen es vielleicht schon, waren vielleicht selber schon drin, aber die ist ja auch wettkampftauglich für Schwimmwettbewerbe. Da hatten wir schon welche hier. Und diese Woche am Sonntag waren die ersten Meisterschaften im Wasserball. Wenn Sie sich erinnern, ist das ja nur möglich, weil die Schwimmerinnen und Schwimmer, die Vereine, die uns als Verwaltung schon in der Projektierung dieser neuen Sportschwimmhalle begleitet haben und die Bädergesellschaft früh darauf hingewiesen haben, Moment mal, die kannten die Pläne, macht doch mal bitte die Halle innen in der lichten Höhe noch, ich glaube, einen halben Meter höher war das damals, damit Wasserball eben dort auch gespielt werden kann. Die brauchen vom Reglement her die Höhe, wenn der Ball eben mal nach oben weggeht, dass er nicht an die Decke stößt, sondern diese Höhe hat. Ist darauf reagiert worden, die Bädergesellschaft hat reagiert, umgeplant und das dann so gebaut. Und jetzt hatten wir die ersten Meisterschaften. Da waren Thüringer und sächsische Mannschaften, haben sich da gemessen und waren alle total begeistert. Also wir haben da zum Beispiel das Becken mal wieder geteilt erlebt. Die Brücke war in die Mitte gefahren, dass man sich im einen Teilbecken warm schwimmen konnte und im anderen dann die Wettkämpfe, die Spiele stattgefunden haben. Und man hat auch gesehen, dass auch bei in Anführungszeichen Kleinigkeiten auf Qualität geachtet wurde, dass zum Beispiel Tore angeschafft wurden durch die Bädergesellschaft, die jetzt nicht 0815 sind, sondern schon das, was man dann für solche Wettbewerbe eben auch qualitativ am Markt bekommen kann und haben möchte. Also da gab es viel Lob von den Sportlerinnen und Sportlern und das war ganz sicher nicht die letzte Meisterschaft im Wasserball, die wir da in dieser Halle erlebt haben. Man hat gesehen, dass es das ein oder andere kleine Wünschlein auch noch gibt. Das sind dann so Sachen, die sich quasi in den ersten Monaten, vielleicht auch in den ersten ein, zwei Jahren im Betrieb zeigen. Hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass man sich noch was überlegen muss, wenn im Spiel, in der Hitze des Gefechts, ein scharf geworfener Ball vom Pfosten des Tors nach oben hinten abprallt, dann die Gefahr besteht, dass er die Anzeigentafel trifft und die dadurch vielleicht beschädigen könnte. Das sind so Dinge, da kann man noch reagieren. Ich kenne die Lösung jetzt auch noch nicht, aber da wird ganz sicherlich sich die Bädergesellschaft auch noch was Gutes einfallen lassen, wie man solche kleinen Dinge im Nachhinein auch noch anpassen kann, wie man da reagieren kann. Also das war sehr schön und es dauert gar nicht lange. In ein paar Tagen sind die nächsten Veranstaltungen Wettkampfart in der Schwimmhalle. Da werde ich dann zu gegebener Zeit sicherlich auch noch zwei, drei Sätze zu erzählen. Dann am Mittwoch war eine sehr große, groß organisierte Veranstaltung in Weimar. Vielleicht kurz mal zur Voreinordnung. Es hat ja hier an diesem Mittwoch auch den ersten Wahlkampftermin, das erste OB-Kandidatenpanel in der Stadt gegeben, im Ortsteil Kernberge. Und da hinterher so irgendwie ein bisschen Aufregung. Ja, alle waren da, nur der OB nicht. Was ist denn da los? Ja, ich war nicht da, weil genau diese andere Veranstaltung in Weimar stattgefunden hat, zu der ich gefühlt vielleicht schon ein Vierteljahr vorher zugesagt habe. Und ich will Ihnen kurz berichten, was dort passiert ist, weil das auch sehr, sehr interessant war. Ein Format, das es so in Thüringen noch nicht gegeben hat. Das war quasi der erste Anlauf, der Pilot für dieses Format. Bürgerforum nennt sich das. Wird organisiert und veranstaltet vom Auswärtigen Amt, hier gemeinsam mit der Thüringer Staatskanzlei. Tobias Lindner, Staatssekretär des Bundes, war hier und hat mit einem Impulsvortrag mal so ein paar Schlaglichter gesetzt, was in der internationalen Politik sich gerade tut und Anknüpfungspunkte geschaffen, wie sich das dann eben in Deutschland auf Bundesebene und runter bis auf Länder und die Kommunalebene auswirken könnte. Und es war eben zusätzlich eingeladen, der Ministerpräsident war da für die Ebene Land, Freistaat und Landrat Herrgott war da aus dem Saale-Orland-Kreis und außer mir noch die beiden Oberbürgermeister aus Weimar und aus Gera, also Herr Kleine und Herr von Arp. Und damit war auch die kommunale Ebene vertreten. Das Publikum war zusammengesetzt aus Vertretern von Vereinen, die vorher angeschrieben und eingeladen worden waren, sodass man quasi auch die Vernetzung in die Breite hat. War am Ende die Weimarhalle nicht voll mit 1000 Leuten, die da theoretisch reingepasst hätten, sondern etwa 200 Gäste im Publikum, die aber dann natürlich als Multiplikatoren wirken.
sollen und sicherlich auch werden. Und genau dieser direkte Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern, hier eben Vertreter von Vereinen, moderiert in einem Format, das wie so Fishbowl-Veranstaltung organisiert war. Also die Panel-Teilnehmer saßen in der Mitte in zwei Halbkreisen sich gegenüber und um sie herum 360 Grad das Publikum. Moderiert von zwei sehr sympathischen Moderatorinnen, die gemeinsam mit uns völlig ins Offene gegangen sind. Also es war vorher komplett offen, was denn die Themen des Abends sein werden. Natürlich gab es den Impuls von Herrn Lindner, aber am Ende, welche Themen dann das Publikum interessieren, wussten wir alle vorher nicht. Es gab die Gelegenheit, quasi auf Bierdeckeln die Themen, die Fragen reinzureichen, dann auch spontan aus dem Publikum Fragen reinzugeben. Völlig ins Offene. Und das war super spannend, hat mir sehr gefallen. Ein Format, von dem ich hoffe, dass es Schule macht, also dass das in Thüringen noch häufiger stattfinden wird. Denn ich glaube, genau das braucht es, dass Politik, und zwar die verschiedenen Ebenen von Politik, mit den Bürgerinnen und Bürgern unseres Freistaates direkt in Kontakt kommen, sich direkt austauschen können. Das ist super wichtig. Da ganz herzlichen Dank an die Veranstalter. Ja gut, und darüber habe ich hier das erste Kandidatenpanel in Jena verpasst, aber es wird noch eine ganze Reihe weiterer geben. Ja, das dritte Thema, das war gerade eben, jetzt am Freitag Vormittag, war ich kurz zu Gast, Stündchen etwa, bei dem Treffen der verschiedenen Familienbündnisse bundesweit, Großstädtenetzwerk nennen die das, also die Familienbündnisse aus ganz Deutschland, die sich turnusmäßig mal hier, mal da treffen. Dieses Jahr ist Jena dran und Steffi Frommann hat da eingeladen, ein Mehrtagesprogramm und jetzt gab es mal eine knappe Stunde Dialog mit dem ortsansässigen Oberbürgermeister. Und das war super spannend zu sehen, wie man quasi quer hospitieren kann, wenn sich da die Fachleute austauschen, wie das in ihrer Stadt jeweils organisiert ist. Kennt ihr dieses Thema auch? Habt ihr dieses Problem auch? Was habt ihr denn da für eine Lösung? Das war wirklich interessant und wir haben wieder einmal den Effekt gehabt, dass die meisten noch nicht in Jena gewesen sind, sondern Jena quasi nur vom Vorbeifahren kannten und wieder der Effekt, wie schön habt ihr es denn hier? Und da waren einige Städte dabei, die selbst auch sehr, sehr schön sind. Insofern war das wirklich hohes Lob und natürlich, also das will ich an der Stelle ja auch mal sagen, Steffi Frommann und ihr Familienbündnis ist da schon auch Impulsgeber und Taktgeber in dieser bundesweit aufgestellten Runde mit. Also das war eine sehr, sehr sympathische Runde gerade eben. Ja, und dann habe ich noch einen Vorwärtsverweis, eine Veranstaltungsankündigung, wenn Sie mögen. Wir haben hier ja schon verschiedentlich Veranstaltungen in der Stadt gehabt, die sich unter dem Schirm von Special Olympics organisiert haben. Sie erinnern sich, das wird die große Veranstaltung mit der großen, international organisierten Veranstaltungen in Berlin im vergangenen Jahr hatten, wo wir hier die Ehre hatten, eine Delegation auch in Jena zu begrüßen und in der Vorwoche vor den eigentlichen Wettkämpfen hier vor Ort zu Gast zu haben. Und wir haben jetzt eine Fortsetzung dieses Formates, etwas kleiner natürlich, dass sich die Badminton-Spielerinnen und Spieler mit körperlicher, geistiger und oder auch Mehrfachbehinderung miteinander messen, sportlich. Und das wird am Sportgymnasium passieren. Das ist der vierte Landeswettbewerb der Special Olympics Badminton hier in Deutschland, in Jena ausgetragen. Darauf freue ich mich schon. Ich habe sehr, sehr gern die Schirmherrschaft dafür übernommen, weil mir die Verknüpfung dieser beiden Themen Sport einerseits und Inklusion andererseits sehr, sehr wichtig ist. Wir haben im vergangenen Jahr ja im Zuge der Special Olympics und der Begleitung der Mannschaft, die uns hier in Jena besucht hat, miteinander festgestellt, dass wir hier in Jena im Bereich Inklusion, wenn wir an Bildung denken, Kindergärten, Schulen schon sehr, sehr weit sind und da wirklich bundesweit in der Spitze mitlaufen, dass wir aber im Bereich Sport und auch im Bereich Kultur, das haben wir gesehen bei dem inklusiven Festival, das wir den Special Olympics vorgeschaltet hatten, um eben auch im Bereich Kultur Inklusion zu leben, sichtbar zu machen, dass wir in diesen beiden Bereichen noch einiges tun können. Und insofern freut mich das sehr, dass Jena hier ausgewählt wurde, dass die Badmintonspielerinnen und Spieler
im Zusammenhang mit Special Olympics hier nach Jena kommen können. Denn wir wollen sehr, sehr gern unseren Teil dazu beitragen, dass das gelingt und dass eben auch die Sichtbarkeit hergestellt wird für diese Athletinnen und Athleten und auch die Verbindung hier in die Region hinein. Darum geht es ja dabei. Insofern herzliche Einladung. Das wird jetzt übers Wochenende hier in Jena stattfinden am Sportgymnasium. Ja, und das soll es dann für heute auch gewesen sein. Diese vier Themen. Ich wünsche Ihnen wie immer ein erholsames, ein angenehmes Wochenende. Kommen Sie dann gut in die neue Woche und dann sehen wir uns nächste Woche Freitag hier an der Stelle wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.